Hallöchen meine Freunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Let's Play Reihe hier auf dem Kanal und zwar Forstmaschinen im Einsatz oder Forstmaschinen Profis im Wald. Der Originaltext lautet allerdings Timber, the Logging, also Logging Experts. Mit einem der geilsten Trailer, die ich je gesehen habe. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Okay. Karriere, Mehrspieler, Auszeichnung, Einstellung, Spiel beenden. Ich bin schon mal in die Einstellung reingegangen, erstmal die Auflösung richtig eingestellt. Es hat automatisch auf Ultra gesetzt und den Sound erstmal so angepasst. Ich hoffe, das passt soweit. Mehr habe ich mir noch nicht angeschaut. Mehrspieler, create a game, join the game, join a game. Number, name of season. Keiner. Okay, es gibt also kein Multiplayer-Spiel. Deswegen gehen wir in die Karriere rein. Karriere Level 1. Einführung in die Steuerung. Okay. Wir starten mal. Ladevorgang. Auf jeden Fall ein sehr schönes Bild eines echten Waldes, wie das hier aussieht. Und einer der schönsten Ladebalken, die ich im Spiel gesehen habe. Ladevorgang. Der Publisher ist Deadlag Entertainment. Den sollte man kennen, ne? Die Punya-Reihe und so. Und der Entwickler, bescheuert, das war das Falsche. Der Entwickler, Publisher hier ist ein Studio, von dem ich noch nie was gehört habe. Die haben bis jetzt auch nur ein Spiel auf Steam. Irgendwas mit Unicrate, also UG Games. Nicht zu verwechseln mit UIG. So, wir kommen bei ihren ersten Arbeitstag als Forstwirt. Sie werden gleich mit der Rückfahrzeug, ja. Sie können mit der, ja. Ja. Ich würde es erstmal leiser machen wollen. Nein, ich möchte es gern leiser machen. Hallo, hallo, wie kriege ich denn das hier leiser? Ach, Gottes Willen, alles klar. Also entweder beim ersten Mal richtig einstellen oder du hast's verkackt. Okay, ich glaube, so ist angenehmer. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Mit WASD können wir uns bewegen. Was für Animation. Wow. Wow. Unglaublich. Auch dieses dienstfreundliche Gesicht hier. Und diese schöne Musik im Hintergrund. Okay. So, Leertaste drücken. Machen wir das. Sehr gut. Neben den Rückezug liegen Baumstämme, welche auf die Ladefläche verladen werden sollen. Der Kran lässt sich mit den Tasten WASD heben und bla bla bla. Mit dem Pfeiltasten hoch runter, die Kamera rotiert. Tasten Q und E lassen Teleskopraum ausfahren. Verladen Sie die Baumstämme. Okay. Okay, na dann, okay, also soweit so normal. Weiter raus irgendwie hier geht nicht. So, diese Art bescheuerte Musik kennt man ja schon. Zappelt ja auch gar nicht rum. Die Grafik ist auch atemberaubend, das sollte man dazu sagen. Lässt sich aber... Oh, keine Kollision, Entschuldigung. Passt das so? Das passt sogar so, Wahnsinn. Drehen wir das Ganze mal. Haben wir auch zwei mit einmal nehmen können? Entschuldigung. Okay. B.
bisschen mehr so in der Mitte hier anpacken. Nein, leider nicht. Okay. Da, 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 da. Bin mal gespannt, wie viele Legion hier insgesamt vorhanden sind. Oh, das ist schon mal gut. Hat sich schon mal nicht verkeilt. Gucken wir mal. Hab doch nicht angedrückt. Wir drehen es mal lieber, falls das da die kürzere Seite sein soll. Passt das so? Ja, kann man dann minimal ranfahren. So. Klack. Gut gemacht. Sie befinden sich gerade im Modus für Kransteuerung. Sie können entweder nur den Kran bedienen oder Fahrzeug steuern. Fahren beides gleichzeitig ist nicht möglich, ja? Um die Modi umzuschalten, klicken Sie M. Am rechten Bildschirmrand sehe ich, was Phase ist, okay? Klicken Sie auf Weiter und wechseln Sie dann in den Fahrzeugmodus. Ah, verstehe. Fahrzeugmodus WS, vorwärts, rückwärts, AD zum Lenken. Zusätzlich kann die Taste L das Licht an- und ausgestanden. Sortieren Sie nur die aufgeladenen Baumstämme zum markierten Zielort. Sehe Minimap oben. Und laden Sie die Baumstämme mal der grünen Markierung ab. Na sicher. Also, mehr geht nicht, okay? Dann fahren wir mal los. Wir haben sogar eine In-App. Geil. Ein Wahnsinn. Ich würde gerne mal Licht ausmachen, es ist hell genug und es flimmert, wir spielen auf Ultra, ja? Wir spielen auf Ultra, nur so nebenbei. Hier seht ihr übrigens den schönen Mauszeiger, der nicht weggeht. Aber ich kann jedenfalls nicht außerhalb des Spiels klicken, das ist schon mal sehr von Vorteil. Es gibt eine Bildrandbegrenzung. Jetzt fahren wir hier mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit, die ich nicht mehr einsehen kann, aber ich schätze mal, das ist ja so ein Ponzi-Abklatsch. Schätze mal so 20 km/h, mehr geht halt hier nicht. Ich finde es halt krass, dass das Ultra ist. Ja, also die Schatten, die flimmern ja mehr wie alles andere. Nur die Kantenkleidung, die ist Wahnsinn. Piep, piep. Alles klar. Ich würde einfach nur gern geradeaus fahren wollen, aber das ist ja hier anscheinend gerade nicht möglich. Die Kante hier. Wahnsinn, soll es jetzt hier schon eng oder? Ne, es geht. Aber langsam, Er hat nicht genug Power, um rückwärts zu stoßen. Die Kante hier, die ist ein bisschen zu hart für ihn. Ja, wir können aber auch nicht genug Anlauf nehmen. Ja, die Kante, die verhuckst hier. Einmal dein Scannerbill Gas. Ja, wir sind über die Kante drüber. Jetzt nur noch hinten schaffen. Jawohl, das haben wir geschafft. Wunderbar. Da müssen wir hin, in die grüne Markierung. Wo ist sie denn? Ach, da. Puh, noch 3 Baumstämme übrig, genau. Die wir hier aufgeladen haben, sollen wir auch wieder zurückladen. Und die Musik, ein Wahnsinn. Okay, piep. Wir schalten wieder auf die Kransteuerung. Nehmen das Ganze wieder auf. Lassen es einfach fallen. Gerade in die Mitte. Nein. Und hoch mit ihr. Rüber. Und einfach fallen. Oh, okay. Naja, Physik hat es dann doch schon. Physik hat es dann wohl doch schon etwas. Minimal. Okay. Das ist auch schon das Maximum hier. Okay, fallen lassen. Langsam einfahren. Und jetzt so langsam aber sicher.
Taste drehen. Die Mitte finden. Runterlassen. Ja. Ich kann nicht immer Leertaste drücken. Ich kann nur Leertaste drücken, wenn er mir den Befehl dazu gibt. Ja, genau. Ausfahren. Fallen lassen. Sehr gut. Glückwunsch, Sie haben alle Aufgaben gemeistert. Karriere 2, Einführung in die Bedienung der Anhängerkupplung und Harvesterfahrzeug abschleppen. Jo, geil. Wir starten einfach mal. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Jetzt ist die Musik weg. Jetzt haben wir wieder diesen schönen Ladebalken hier. Was einfach nur eine Textur ist, diese Scheife. Ach Gott. Aber das ist eine schöne Gegend hier. Das muss man ja lassen. Ja? Das ist schön irgendwo in den Bergen. Viel Bäume und alles. Oh, geile Kamerafahrt. Gleich wird auch die Musik einsetzen. Gleich. 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 Nee. Okay, wir haben gerade die Info bekommen, dass einer unserer Harvester liegen geblieben ist und abgeschleppt wird. Ah, jetzt steigen Sie in die... Alles klar, steig mal ein. Sehr gut, Sie haben nun den liegen gebliebenen Harvester, die genaue Position an der Karte, okay. Ach so geht es, alles klar. Sieht sehr eigenartig aus, funktioniert das überhaupt? Jetzt mal so an euch gefragt, liebe Freunde. Dass man das einfach so abhängen kann. Sieht nämlich sehr ulkig aus, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr ulkig sogar. Aber schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich gehe mal hier in die Innenansicht. Ach, diese Fahrphysik ist so herrlich. Ist alles so schön animiert hier, wenn ich mich hier bewege. Ne, der hat noch so einen Wichsfleck auf der Hose. Ach, und auch dieses Rückfahrgeräusch. Herrlich. Die Maus im Spiel. Herrlich, dass ich jedes Mal außerhalb des Bildschirmrands nehmen muss. Sieht herrlich aus. Das muss man lassen. Ja, also, Träumle. Bitte. So, fahren Sie nun mit dem Rückzug vor den Harvester. Bleiben die Richtung zeigen. Vor dem Harvester stehen und in selber Richtung zeigen. Stehen im Fahrzeug nicht genug beieinander. Alles klar. Mach mal das scheiß Licht aus, es ist mitten am Dach. Piep, 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 piep. Piep, piep. Piep, piep. Piep, piep. So kurbeln Sie den Harvester an die Anhängerkupplung. Ja, bin ich schon dabei. Piep, piep. Aber scheinbar, wir sollen ja in dieselbe Richtung. Aber da vorne? Wie stellt er sich das vor? Piep, piep, piep. Press Enter to the Vehicle. Gut gemacht. Stellen Sie jetzt den Harvester nun zum Betriebshof. Dort den Harvester in die grüne Markierung abstellen. Ah ja. Ja, das sieht so richtig aus. Nee, wo ist denn mein Betriebshof? Da unten. Okay. Natürlich. Na, komm mit, Harvester. Genau, lass die jetzt hier alles so schön da drin rumpacken. So muss das aussehen, Freunde. Was ist Arbeitsschutz? Ist egal. Ja, biegen wir hier ein. Wir müssen da ja eh runter. Okay, wir sollten immer schön auf der Strecke bleiben. Alles, was außerhalb ist, schaffen die Maschinen hier scheinbar nicht. Zum Betriebshof. Das soll hier unten irgendwo sein. Jawohl, ach, das sieht richtig schön aus, das muss man lassen, also Wahnsinn. Ja, ein bisschen schräg fahren hier. Ja, komm, Wuffi, ja, schön machst du das. Jawohl, ach, das ist unser Betriebshof hier, wow, cool. Richtig öko ist das hier. Ja, das ist ja naturverbunden hier, ein Wahnsinn, alt. Ja, komm noch mal ein Stückchen rein, Wuffi. Jawohl, lösen Sie das Abschnittseil, erneut Eingabetaste drücken, mach mal. Glückwunsch, Sie haben alle Aufgaben gemeistert. Level 3 Harvester vom Anhänger fahren. Harvester
in Betrieb nehmen. Meine Freunde, das aber erst in der nächsten Folge, falls ihr überhaupt noch mehr davon sehen wollt. Das schreibt ihr mir nämlich einfach mal in die Kommentare rein. Hier, Forstmaschinen, Provisewald, Timber! Also, der Typ, der den Trailer da eingesprochen hat, mit dem würde ich gerne ein Bier trinken. Ob der weiß, für was er seine Stimme hier gegeben hat, ich weiß es nicht. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Melon, Freunde, und tschüss.